Gar nicht gut. Scheiße. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nein! Habt ihr das? Jawohl, meine Freunde, willkommen zum nächsten Part von The Nightfall und wir haben es inzwischen Mitternacht, Geisterstunde hat begonnen. Und im Hintergrund haben wir schon relativ deutlich irgendwelche kleinen Kinder am Lachen gehört. Den haben wir gelesen, gell? Ja, den haben wir gelesen. Jetzt bin ich gespannt. Wie es aussieht, habe ich verloren. Das Licht brennt noch. Sogar relativ gut eigentlich noch, genau. Und es wurde auch nichts ausgeschaltet. Das freut uns natürlich. Und ich bin echt mal gespannt, ob jetzt irgendwelche gravierenden Veränderungen gibt. Weil, ja, na, 12 Uhr ist halt so eine Zeit, ne? Da passieren nun mal die Dinge. Ich bin mal gespannt. Wir können ja sonst... Ich guck jetzt erstmal wieder, ob hier irgendwelche Sachen verändert worden sind. Oder ob sich überhaupt allgemein irgendwas getan hat. Es regnet aber auch nicht mehr draußen, kann das sein? Das bedeutet, vielleicht können wir auch wieder in den Garten. Nee, das geht nicht. Aber es regnet nicht mehr. Da hinten ist gerade ein Licht angegangen. Ich dachte, da wäre vielleicht was zu sehen gewesen oder so. Nein, hat sich bis jetzt noch nicht wirklich was getan. Ich mache noch mal ein bisschen lauter, damit das Feeling auch mehr da ist. Im Bad hier? Oh. Auch nicht wirklich, ne? Nee. Ja, dann. Oh, oh. Guckt euch das an. Und er hat aufgehört. Gar nicht gut. Scheiße. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nein! Habt ihr das? Scheiße, ich schwöre, da hat gerade einer so psst gemacht. Ich werde mich richtig böse erschrecken. Hey, ich habe keinen Bock, hinter irgendeiner Ecke so ein scheiß behindertes Clownsgesicht dann zu sehen. Och Mann. Gehen wir hoch? Wir gehen hoch. Hallo? Ich weiß ja noch von den Ballons, dass das plötzlich einfach so aus dem Winkel erscheinen kann. Das heißt, es bringt eigentlich nichts mal wirklich, hinter die Ecke zu gucken, weil sobald ich hier hingucke, könnte dann plötzlich da was stehen. Ich höre was. Wieso gucke ich überhaupt? Jetzt mal ohne Scheiß. Wieso mache ich das überhaupt? Ich höre doch was. Jerry, hilf mir. Oh, die Zeit soll rumgehen. Ich meine, das tut ernst. Gerade mal 8 Minuten, willst du mich verarschen? Da ist etwas geknarrt.
Wo kommt denn das? Ich bin lieber unten. Unten fühle ich mich wohler als oben. Oder? Nee, ich fühle mich hier genauso scheiße. Leute, kennt ihr das? Das ist jetzt der Moment, wo sie in den Horrorfilmen sagen, wir sollten uns am besten aufteilen. 100 Pro. Mann! Was tropft denn hier wieder so? Es regnet doch gar nicht mehr. Es knarrt wieder. Oh, ich mag nicht. Ja, unsere Zähne fangen wieder an zu klappern. Ich weiß. Ich habe keinen Bock jetzt einfach die ganze Zeit durchs Haus zu laufen, um drauf zu warten, bis ich irgendwo erschreckt werde. Lass mal schauen, ob wir vielleicht irgendwas hören. Ich habe schon 10 Streichhölzer. Ay, diese scheiß Musik aber auch. Ey, wir müssen hier raus. Wir können nicht ganz im Bad bleiben. Das hat aber auch viele Fenster, das Haus. Hat sich irgendwas verändert? Scheiße, wir haben es gleich 8:15. Oh, ich mag das nicht. Die Tür da hinten ist offen. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Die ist offen, gell? Die geht ja sicher zu. Ja, das kennen wir. Hat sich was geändert hier? Nicht wirklich. Zum Glück muss das nicht immer was bedeuten, wenn die... Wieso kann man das nicht aufmachen eigentlich? Haben wir eigentlich nicht noch diese Rohrzange? Zeig mal her. Was war das? Die haben wir nicht mehr. Wofür ist eigentlich dieser blöde Lappen, den wir hier haben? Schritte. Da steht jetzt aber niemand hinter der Tür, oder? Oh, ich schwöre, ich dachte für eine Sekunde. Ich weiß nicht, wieso ich mir das antue. Für die Klicks. Der musste jetzt sein. Da geht sowieso nichts. Das wissen wir. Wir gehen nochmal ins Büro. Den Brief kennen wir. Wir müssen hoch. Ich hasse oben. Nee, oben finde ich doch ein bisschen behinderter. Gefällt mir nicht. Vor allem, der geht so langsam die Treppe hoch. Da ist alles safe. Wir arbeiten uns vor, Zimmer für Zimmer. Gehen wir erstmal ganz hinter.
Hier haben wir schon lange nichts mehr erlebt. Och Mann. Ich habe schon 5 Ersatzbatterien. Ich warte nur noch drauf, bis ich plötzlich einfach hier im Dunkeln stehe. Hast es? Ist dir langweilig, du scheiß Clown? Oh nein, Jerry ist schon wieder aus seinem Käfig abgehauen. Ernst jetzt? Ich hoffe, ich finde ihn schnell wieder. Oh, jetzt muss mir das Scheißvieh suchen. Ich gehe gerade wieder in die Küche. Schnell, schnell, schnell. Nein, in der Mikrowelle. Scheiße. Wie ekelhaft. Gabe. Hm? Scheiße. Das fasse ich nicht an. Ja, so reagiert man auch, wenn man einen Hamster toten in der Mikrowelle findet. Oh nein, in der Mikrowelle. Das fasse ich nicht an. Scheißdreck. Jetzt müssen wir den Brief suchen. Oh Gott, Jerry, du bist hier. Hä? Aber wenn du hier bist, was ist dann in der Mikrowelle? Aua. Da liegt der nächste Brief. Wartet mal. Ich will aber trotzdem noch mal schnell gucken, was das in der Mikrowelle da war. Das kann doch nicht sein. Nichts? Hä? Hat die das geträumt? Naja, okay Leute. Wenn ihr erfahren wollt, was auf dem Brief steht oder was der behinderte Clown in die Mikrowelle reingesteckt hat, dann will ich doch sagen, wartet ab bis zum nächsten Teil. Genau, weil den lese ich erst im nächsten Part. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Haltet die Ohren steif. Und danke fürs Einschalten. Ciao. Nein, verarscht. Wir gucken jetzt den Brief. So. Es wird einen Zusammenhang zwischen den Morden vor 4 Jahren und dem Verschwinden von Valerie und Mike Carson geben. Schon damals wurden Kinder mit Spielzeug und Süßigkeiten gelockt. Wenn das nicht geholfen hat, griff der Täter zu drastischeren Maßnahmen und bedrohte die Haustiere. Dass die Kinder zwangen, in den Eiswagen zu steigen. Sie liebten ihre Tiere so sehr. Als die ersten Eltern der Opfer dem Mörder auf die Spur kamen, tötete er auch die Erwachsenen. Wurde nie gefasst. Seit 4 Jahren keine weitere registrierte Tat. So, jetzt meine lieben Freunde. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ja. Wieder ein cooler Part gewesen, wieder richtig Spannung. Vor allem, ey, dieses Psst vorhin, das war fast schon das Schlimmste gewesen. Ich dachte, was geht denn hier ab? Weil durch die Kopfhörer hat sich das wirklich angehört, als wäre der hinter mir gewesen. Und ja, natürlich auch mit diesem blöden scheiß Meerschweinchen oder Hamster, weiß jetzt gar nicht mal. Ich glaube, es ist ein Meerschweinchen oder ein Hamster in der Mikrowelle. Genau. Und ja, Leute, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, lasst mir noch einen Daumen da. Unterstützt mich ein bisschen oder schreibt mir ein nettes Kommentar. Danke für diejenigen, die es bis jetzt immer wieder gemacht haben. Dankeschön vielmals, Leute. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke fürs Einschalten. Habt einen schönen Abend. Nochmal, euer Nier. Haltet die Ohren steif. Ciao.